Wunderbar, alles klar. Dann beginne ich, und zwar mit einem idyllischen Bild, das viele Menschen hier in Deutschland so ungefähr beschreiben, wenn das Bundesamt für Naturschutz die Deutschen fragt, was sie sich unter intakter Natur vorstellen. Dann beschreibt eine große Mehrheit so etwas: Wiese, Bäume, vielleicht Waldrand und, Achtung, Kühe. Ja, Kühe, nicht in der Mehrheit Rehe oder Hirsche gar. Also Kühe auf der Weide, das ist offenbar das Idyll für uns. Liegt vielleicht auch und immer noch ein bisschen an Caspar David Friedrich, zumal jetzt im Jubiläumsjahr dieses Jahr, und auch an Georg Büchner ganz sicher. Unser Naturbild hat romantische Ursprünge. Wobei Natur, manche Städter sagen zu so etwas, was wir da sehen, Natur. Wir wissen natürlich, dass das hier Kultur ist, eine vom Menschen geformte Landschaft, aber es ist auch hoffentlich unberührte Natur auf diesem Bild. Man kann sie nur so nicht sehen. Ja, jetzt hat es ein bisschen geruckelt, aber es wird dann schon wieder gehen. Denn die hoffentlich unberührte Natur befindet sich direkt unter dieser Kuh. Und dahin möchte ich uns jetzt heute entführen. Es geht um das Leben unter unseren Füßen und es geht um die Bedrohung dieses Lebens durch unsere Form der Landnutzung und Fernnutzung. Die hoffentlich unberührte Natur unter dieser Kuh. Die Kuh ist natürlich nicht allein. Diese Weide ist ungefähr 2 Hektar groß. Diese Kuh war letztes Jahr meine Nachbarin sozusagen auf dem Land. Und da lebte sie zusammen mit 4 weiteren Fersen und einem Bullen. Der Bulle, der soll dafür sorgen, dass die Fersen am Ende des Jahres keine Fersen mehr sind, sondern Kühe, die ein Kalb bekommen. Fersen sind also Kühe, die noch kein Kalb haben. In Bayern heißt sowas auch, oder in Baden-Württemberg auch, heißt sowas auch Kalbin. Die Weide ist in diesem Jahr der Lebensraum von Frühjahr bis Herbst für diese Tiere. Es sind da oben am Ende des Jahres dann, wenn die schön gewachsen sind und ordentlich sich ernährt haben von dieser Weide, dann wahrscheinlich 4 Tonnen Lebendgewicht von den 5 Fersen und ein Bullen. Darunter, unter den Hufen der Rinder, lebt das Edaphon. So hat der österreichische Mikrobiologe Raoul Heinrich Francé die Gesamtheit des Lebens im Boden genannt, nach griechisch Edaphos, Erdboden. Francé ist der Vater der modernen Bodenbiologie. Sein Buch, das Edaphon, ist zuerst 1913 erschienen. 1922 kam dann heraus Das Leben im Ackerboden, und das war vor über 100 Jahren ein Bestseller damals. Seine Frau Annie Harrar entwickelte die wissenschaftlichen Grundlagen der heutigen Humus- und Kompostwirtschaft. Das Edaphon, das da unter der Weide lebt und dafür sorgt, dass die 6 Rinder darauf das ganze Jahr hindurch satt werden, diese Gemeinschaft von Bodenorganismen dürfte um die 50 Tonnen Lebendgewicht auf die imaginäre Waage bringen. Also 4 Tonnen Rind obendrauf, 50 Tonnen unten drunter im Boden. Das ist das Verhältnis. Der fruchtbare Boden ist das größte Biotop der festen Erde und das am dichtesten besiedelte Biotop dazu. Fruchtbar wird der Boden auch durch den Einbau von organischer Substanz in die Erde. Wir nennen diese organische Substanz im Boden Humus. Alles, was da oben im Gras abstirbt oder an toter organischer Substanz aufliegt, wird vom Bodenleben nach unten geholt. Damit wird auch Kohlenstoff in den Boden eingebaut. Durch den Humus wird der Boden zur Kohlenstoffsenke. Das ist in Zeiten eines zu hohen Kohlenstoffangebots in der Luft eine sehr wichtige Information. Würden wir jedes Jahr nur 4 Promille Humus mehr aufbauen in allen landwirtschaftlich genutzten Böden dieser Erde, dann wäre der gesamte zusätzliche CO2-Ausstoß, der menschgemacht ist, für dieses eine Jahr im Boden versenkt. Dazu gibt es die sogenannte 4-Promille-Initiative, aber die steht leider ziemlich tot nur auf dem Papier und ist im Boden noch nicht angekommen. Ich bleibe bei einem Bild von Raoul Heinrich Francé. Der hat gesagt, wenn die Erde ein Apfel wäre, dann wäre die Schale des Apfels die feste Erdkruste, auf der wir leben. Ist ein bisschen schief, das Bild, der Vergleich hinkt ein wenig, weil die tatsächlich feste Erdkruste ist im Vergleich zum Apfel viel, viel geringer, viel dünner. Der Rest ist flüssig heißes Gestein, also das Apfelinnere, das Fleisch. Und auf dieser festen Schale der Staub, den wir nicht sehen, das ist die fruchtbare Erde, von der wir leben. Mehr ist da nicht. Und der Staub ist keineswegs überall und auch nicht überall fruchtbar.
Schauen wir aber erst einmal, was da im Boden eigentlich geschieht. Was wissen wir über dieses größte Biotop und seine Bewohner? Was wissen wir über das Leben unter unseren Füßen? Ich sage gleich dazu, wir wissen davon ungefähr so wenig wie über die Vielfalt des Lebens im Regenwald. Wenn wir Bodenleben zerstören, dann wissen wir gar nicht, was wir zerstören, weil wir viele, viele Arten, Tausende von Arten, die da unter unseren Füßen leben, gar nicht kennen. Die meisten von uns werden nur ihn hier kennen, den Regenwurm. Und von den fast 50 Arten Regenwürmern, die es in Deutschland und Österreich gibt, wahrscheinlich nur diesen einen hier, den großen Tauben. Und die mit einem landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Interesse oder Hintergrund unter uns, die werden auch noch wissen, was der Regenwurm ein Botschafter des Guten ist. Die Bauernweisheit dazu sagt, viele Regenwürmer, guter Boden. Die französischen Bauern drücken es deutlich hübscher aus. Da heißt es, Gott weiß, wie man die Erde fruchtbar macht. Er hat das Geheimnis den Regenwürmern anvertraut. Schauen wir jetzt mal in diesen Boden hinein. Ein genauerer Blick unter die Wiese. Hier ist es eine in Hessen, da wo ich aufgewachsen bin, südlich von Frankfurt. Wer schon mal in der Gegend dort war, der weiß, dass die alten Häuser dort Fensterstürze und Fensterbänke und Torbögen aus Buntsandstein haben. Das ist das Gestein ganz unten. Die Bodenforscher nennen die Bodenschichten Horizonte und buchstabieren von oben nach unten durch. Ganz oben die Streuschicht, wo sich alles tote organische Material ansammelt, das vom Bodenleben nach unten in die Erde eingebaut wird. Dann der Oberboden mit dem dunklen Humus, das ist das Organische im Boden, also der A-Horizont hier, der Oberboden. Das Organische im Boden ist der Humus, der wie gesagt zu 60% aus Kohlenstoff besteht. Dann der Unterboden und ganz unten das Ausgangsgestein. Noch ein etwas genauerer Blick. Was sehen wir hier? Wir sehen diese senkrechten Röhren, die dann nach unten schauen, das sind Regenwurmröhren und wir sehen Pflanzenwurzeln. Und in der Mitte diese ganz lange Pflanzenwurzel, die hatte das Glück, in eine dieser Regenwurmröhren, die verlassen war, hineinwachsen zu können und damit in die Tiefe zum Wasser und den vom Regenwurm dort eingelagerten Nährstoff zu kommen. Das ist ganz wichtig zu wissen, wie das funktioniert, wenn man über das Bodenleben sich informieren möchte. Das Bodenleben ist von oben nach unten organisiert. Ganz oben die Streuauflage, totes organisches Material. Alles, was da oben drauf fällt, wird zersetzt, auch wenn wir da drauf fallen und uns niemand wegräumt oder ein Hase, ein Reh oder was auch immer, wird vom Bodenleben in den Boden eingebaut. Da oben in der Streu leben die sogenannten Erstzersetzer, zu denen gehören auch Regenwürmer, die sogenannten epigäischen Regenwürmer. Das sind die Arten, die auf dem Boden in der Streuauflage leben. Darunter graben sich horizontal durch den Boden die endogäischen Regenwurmarten und die anözischen Arten, das ist der große Tauwurm zum Beispiel, das sind die Tiefgräber, die die Bodenschichten miteinander verbinden. Sie alle verarbeiten organisches Material und bauen es in den Boden ein. Rechts neben dem tiefgrabenden Tauwurm auf der Zeichnung sehen wir so einen, der eben sich quer durch den Boden frisst und dort viel neue Erde produziert. Dann sehen wir, Regenwürmer vermehren sich über Eiablage, ein Ei in einer Höhle und einen jungen, gerade geschlüpften Regenwurm. Und ganz oben rechts in der Zeichnung sehen wir, wie die Regenwürmer es schaffen, Trockenzeiten zu überstehen. Sie verknoten sich, um möglichst wenig Oberfläche zu bieten. Man merkt schon, bei dem Buch hat mir der Verlag eine Zeichnerin spendiert, deshalb gibt es diese Bildchen. Machen wir mal einen Gang durch den Garten mit dem Blick auf den Boden gerichtet. Dann sehen wir, was wir oberirdisch sehen können von den unterirdischen Aktivitäten. Die Hinterlassenschaften der Regenwürmer. Das ist einerseits Regenwurmkot, andererseits aber auch ganz frische, humose Erde. Bester Boden sozusagen, der da oben hinterlassen wird. Wenn das Ganze in der Wiese, also Rasen ist das nicht, aber mehr in der Wiese stattfindet und nach einem Regen, dann sieht das so aus. Und auch sehr interessant zu beobachten, so sieht das aus, wenn der Tauwurm sich nachts Nahrung in seine Röhre gezogen hat. Hier die Samen einer Esche und den Stiel eines Blatts einer Esche. Übrigens immer so wird das in die Regenwurmröhre hineingeholt, dass der nahrhafteste Teil in der Röhre steckt, in diesem Fall der Samen und das Blatt selber. Was dort drin steckt, wird von Mikroorganismen vorverdaut, sodass es der Regenwurm sich dann später selber holen kann. Der lässt sich das also ein bisschen vorverarbeiten. Jetzt schauen wir mal noch mal genauer in den Garten und unter das, was wir normalerweise sehen. Was ist hier drunter? Was bringt das hier oben zum Blühen? Was bereitet den Pflanzen die Nährstoffe auf?
Ich mache es mal ganz einfach in einem Kubikmeter hoch. Das heißt, wenn wir die Beine ein bisschen breiter auseinanderstellen, dann ist das ein Meter, dann den Meter nochmal nach vorne und den Meter nach unten, das ist ein Kubikmeter. Was lebt in einem Kubikmeter Gartenboden oder Wiesenboden oder Waldboden? Ich mache es wie die Bodenforscher, die ordnen das nach der Größe der Lebewesen aus der Fauna, dem Tierreich. Die Makrofauna, das sind die größten der Tierchen. Das sind 30 Hundertfüßer in einem Kubikmeter immer, 30 Asseln, 50 Spinnen, 50 Schnecken, 100 Zweiflüglerlarven, 100 Käfer und Käferlarven, 100 Doppelfüßer, mindestens 100 Regenwürmer, bis zu 400 und mehr. Stell mal welche vor. Stellvertretend hier, links fängt es an, ein Hundertfüßer, eine Assel, eine Maulwurfsgrille. Die Maulwurfsgrille in der Mitte, das ist schon ein richtig großes Bodentier. Übrigens steht sie auf der roten Liste in Deutschland. Und dann ein Doppelfüßer und unten drunter ein Regenwurm, und zwar einer von knapp 50 Arten hier, der rote Laubfresser. Man sieht schon, das ist eine dunklere Art von von Regenwurm, und er heißt roter Laubfresser. Das bedeutet, er arbeitet sich durch die Streu, er lebt oben. Dann die Mesofauna, wir werden kleiner. 30.000 Weißwürmer, 50.000 Springschwänze, 70.000 Milben pro Kubikmeter Boden. Stellvertretend hier links Enchyträn, also Weißwürmer, dann ein Springschwanz und eine Hornmilbe. Es gibt gute und böse Milben, dies da ist eine gute. Die Springschwänze heißen so, weil sie unter dem Schwanz tatsächlich so eine Gabel haben, und wenn sie in Gefahr sind, dann lassen sie die nach unten schnellen. Und dann machen sie einen doppelten Salto rückwärts und begeben sich damit aus der Gefahrenzone. Die nächst kleineren Tierchen, die Mikrofauna, 10.000 Rädertierchen und Bärtierchen, immer noch in einem Kubikmeter Boden, 1 Million Fadenwürmer, 1 Million Wimperntierchen, 10 Millionen Wurzelfüßer, 100 Millionen Geißeltierchen. Und ich stelle noch mal wieder welche vor. Ganz links das Bärtierchen, dann ein Geißeltierchen, dann ein Fadenwurm und dann eine Thekamöbe, die sich gerade geteilt hat, also die ganz rechts, die bläulich erscheint. Bärtierchen ist vielleicht interessant. Das Bärtierchen ist sozusagen die Fliege, die Taufliege der Krebsforschung. Also an diesem Bärtierchen wird versucht herauszufinden, wie wir Krebs bekämpfen können, denn das Bärtierchen ist in der Lage, Entschuldigung, das ist die Erklärung. Bärtierchen ist in der Lage, sich tatsächlich seine DNA selber wieder zu reparieren. Bärtierchen sind an der Außenwand der ISS mehrfach im Weltraum um die Erde geflogen, dann wieder reingeholt worden, dann ins Labor nach Görlitz gebracht worden, zum Senckenberg dort, zu den Bodenforschern des Senckenbergs. Die haben das Bärtierchen ins Wasser geworfen und nach einem Tag war es wieder lebendig, atmete und konnte sich wieder fortpflanzen. Wenn wir das könnten, hätten wir den Krebs besiegt. Dann die Mikroflora, da geht es ein bisschen durcheinander, denn Flora ist das nicht. 100 Millionen Algen, ja gut, das ist Flora. 100 Milliarden Pilze, das ist irgendwie nicht mehr Flora. 10 Billionen Strahlenpilze, das sind auch gar keine Pilze, sondern Mikrobakterien. Und 100 Billionen Bakterien immer noch in einem Kubikmeter gesundem Boden. Das heißt, in einer Handvoll Boden werden wir mal kleiner, leben mehr Organismen als Menschen auf der Erde. Wie lebendig ein Boden ist, kann man hier bei uns in Mitteleuropa an der Dichte der Regenwürmer festmachen. Unter 60 Regenwürmer pro Quadratmeter, sagt zum Beispiel die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, und die ist führend in dieser Regenwurmforschung, sollten die Alarmglocken klingen. Wir haben viele tausend Hektar Ackerflächen mit weniger als 60 Regenwürmern pro Quadratmeter. Da wo die Bauern das Bodenleben bewusst fördern, sind 400 und mehr gezählt worden. Frage dazu? Ist dies hier ein schönes Foto? Zumindest ist es wahrscheinlich ein gutes Foto. Aus der Perspektive der Tiere ist es aber nicht schön. Sowohl die Tiere, die hier oben leben, oberirdisch, als auch die unterirdisch, die haben hier nur eine einzige Pflanze im Angebot, das ist Fast Food. Das Bodenleben liebt aber Abwechslung wie wir. Hier wird sich also nicht viel Leben im Boden tummeln. Es geht natürlich immer noch schlechter, wenn wir den Boden nämlich richtig kaputt machen. Unsere Form der modernen Landwirtschaft fördert die Erosion. Dies ist keine hunderte Meter tiefer Canyon, sondern eine metertiefe Erosionsrinne im Süden Spaniens. Das Land trocknet aus, oder genauer gesagt, es wird ausgetrocknet, es wurde ausgetrocknet. Die Bauern verlassen das Land, und wenn dann die Starkregen der Winter kommen, dann schwemmt das Wasser den Boden fort. Am Ende bleiben die Ruinen der ehemals
hunderte von Jahren funktionierenden Fincas, also der Höfe. Und der ehemals fruchtbare Boden ist metertief abgetragen. Dieses Bild hier ist bei Cartagena entstanden und man sieht an der Abbruchkante und Erosionskante links im Bild, wie viel Boden da verloren gegangen ist. Das sind Meter, die da weg sind. Und wo nichts mehr anzubauen ist, müssen dann auch die Menschen gehen. Nur wo ist das Wasser geblieben, das früher die Wiesen und die Felder hier sehr fruchtbar gemacht hat, so dass man da die ganzen Kampfstiere züchten konnte in Südspanien? Hat das etwa schon der Klimawandel ausgetrocknet? Nein, das war schon vor dem Klimawandel. Das passierte alles lange vorher, vor den jetzigen Dürren. Hier ist das Wasser geblieben. In der größten Gewächshausregion der Erde, Südostspanien, Almeria. Tausende illegal gegrabene Tiefbrunnen bewässern die Region und trocknen das Hinterland aus. Niemand tut etwas dagegen, denn das ist eine der wichtigsten Einnahmequellen Spaniens. Und was haben wir damit zu tun, dass die Spanier ihr Land in immer mehr Wüste verwandeln? Ganz einfach. Wir sind daran beteiligt. Alltäglich. Der Raubbau und die Zerstörung der fruchtbaren Böden ist mit Millionen aus den Agrartöpfen der EU subventioniert, aber wir müssen gar nicht nach Spanien reisen, um den Raubbau am Boden und die Vernichtung des Bodenlebens zu beobachten. Das gibt's weltweit. Das ist die Weltkarte mit den Debatten, mit den Daten der drohenden Verwüstung der UNCCD, der United Nations Convention to Combat Desertification. Die Konvention ist 1994 geschlossen worden, also gleich nach der Klimakonvention. Ähnlich wie beim Klima ist aber, was die Desertifikation, also die Wüstenbildung auf der Erde angeht, auch nicht viel passiert. Gucken wir aber vielleicht einfach vor die eigene Haustür und können etwas sehr Ähnliches beobachten. Das hier ist ein deutscher Maisacker im Juli. Wir sehen, wie auch hier das Wasser arbeitet. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, die Erosionsrillen hier in klein sehen schon genauso aus wie die großen, die wir gerade aus Spanien gesehen haben. Davon erfährt man hier in den Medien eigentlich nichts. Es sei denn, der Acker macht sich auf den Weg und fließt durch die Landschaft. Dann berichten die Medien von Schlammlawinen. Nur wo die herkommen und wer die verursacht, das erfahren wir fast nie. Das deutsche Bundesland, das die Bodenerosion am längsten wissenschaftlich erfasst, ist Niedersachsen. Dort wurde nach 10 Jahren Bilanz gezogen, müsste man jetzt auch mal wieder machen, denn es sind jetzt schon 20 Jahre, die dort erfasst werden. Und die Bilanz nach 10 Jahren war erschreckend. Der Bodenverlust durch Humus, also Humusverlust, lag zwischen 1,4 Tonnen und 3,2 Tonnen pro Hektar. Bei einzelnen Starkregen sind bis zu 50 Tonnen Boden pro Hektar verloren gegangen, also weggeflossen. Das ist ein Bodenverlust von 5 Millimetern pro Jahr. So können im Laufe eines einzigen Menschenlebens kann die gesamte fruchtbare Ackerkrume verloren gehen. Das heißt, wo heute noch der Vater oder die Mutter ackert, können es die Töchter oder die Söhne später nicht mehr tun. Da ist dann vielleicht sowas. Das war mal ein Rübenacker in der Norddeutschen Marsch im nassen Jahr 2017, zusammengefahren von der Erntemaschine. So sahen die Äcker in diesem Frühjahr dort auch wieder aus, aber das Frühjahr war auch wirklich extrem nass. Hier war es wirklich die Erntemaschine, die das kaputt gefahren hat in einem nassen Herbst. Das ist so eine Maschine, Erntemaschine für Zuckerrüben. Das sind solche Köpfrode Bunker. Vollwelle, also die köpfen die Rüben, die roden sie, schmeißen sie raus und dann bunkern sie sie ein. Gewicht voll beladen mit Rüben bis zu 50 Tonnen. Auf der Straße dürfen solche Maschinen nicht fahren, auf den Äckern schon. Das Ergebnis ist dann dieses. Hier ist das Bodenleben in höchster Not und die fruchtbare Erde wird abgeschwemmt in die Drainagegräben und dann letztlich ins Meer. Ein Jahr später, im nächsten Frühjahr, hat der Bauer dann gepflügt und versucht, so tief wie möglich zu pflügen. Und dann hat er Weizen eingesät und gewachsen ist nichts, wie wir sehen. Nochmal zurück, das Bild, genau da, die gleiche Stelle, nichts gewachsen. Das liegt, jeder Landwirt hat das gelernt, in der sogenannten Druckzwiebel. Zwiebelförmig setzt sich der Druck im Boden fort und zerquetscht dort das Leben. Links der Reifen eines Traktors von 6 Tonnen Gewicht, hat meine Zeichnerin wieder gezeichnet. 2 Tonnen Radlast, dann ein Mähdrescher, Radlast 7 Tonnen bei 22 Tonnen Gewicht und dann ein nicht ganz vollgeladener Köpfrode Bunker, 40 Tonnen Gesamtgewicht, 11 Tonnen Radlast.
Die Verdichtung reicht dann bis zu 1,60 Meter in die Tiefe. Der Flug schafft gerade mal 35, 40 Zentimeter. Links da diese Striche, die man da sieht, da steht das Wort Flugsohle. Das ist, wie tief der Flug normalerweise kommt. Und der untere, da ist dann schon ein sehr, sehr tief geflügt. Und man sieht, die Verdichtungszwiebel der rechten Zeichnung reicht bis auf 1,60 Meter hinunter. So sieht so etwas dann aus, wenn das Wasser die vom Flug gelockerte Schicht abgetragen hat. Das da unten ist dann dicht, da kommen dann auch keine Wurzeln mehr durch. Weiteres Problem unserer Art der modernen Landwirtschaft, das jetzt gerade angegangen wird von der gemeinsamen Agrarpolitik der Union, die Äcker liegen oft monatelang bloß, ohne Bedeckung. Früher war das ein Sakrileg, man ließ Mutter Natur nicht bloß liegen. Damit sind aber die Äcker erstens Wind und Wasser ausgesetzt, eine leichte Beute für die Erosion. Damit hat außerdem das Bodenleben nichts mehr zu fressen. Die Bodentiere leben ja von der Streu, wie wir gelernt haben. Und wenn hier die Maiswurzeln verrottet und verdaut sind, dann ist da nicht mehr viel. Das Bodenleben hungert. Es wird dann auch kein Humus mehr aufgebaut. Dafür schwimmt und fliegt Humus und damit ein Gutteil der natürlichen Bodenfruchtbarkeit davon. Und wenn diese Zeit vorbei ist im Frühjahr, dann kommt der Flug. Normalerweise beginnt der Zyklus aus Säen und Ernten so mit dem Flug. Was macht der Flug? Er reißt das Bodenleben auf und dreht die oberste Schicht nach unten. Die Möwen wissen das, dass die Bodentiere jetzt leichte Beute sind, deshalb folgen sie dem Flug. Übrigens zeigt dieses Bild, dass es hier noch intaktes Bodenleben gibt. Anderswo haben die Möwen es schon aufgegeben, hinter dem Flug herzufliegen und zu gucken. Pflügen ist für die Regenwürmer und ihre Milliarden Mitbewohner im Boden so, als würde uns jedes Jahr ein Sturm das Dach vom Haus reißen. Das ist nicht mein Bild, sondern das ist ein Bild des Bauern Sepp Braun, der im Vorstand von Bioland ist, ein Biobauer, der seit vielen Jahren nicht mehr pflügt und der hat mir das so erzählt. Pflügen müssen die Landwirte aber, um der Wurzelunkräuter Herr zu werden, sagen die, die pflügen. Seit Jahrzehnten allerdings gibt es auch Landwirte, die ohne Pflug arbeiten. Wie bekämpft man die Wurzelunkräuter ohne Pflug? Ganz einfach, mit Chemie. Die Glyphosatspritze löst das Problem. Die Werbung sagt es ganz unverblümt: Keine Blume bleibt am Leben. Was die Werbung auch sagt, ist, dass das Bodenleben nicht beeinträchtigt wird. Das ist nicht der Fall. Das ist in aktuellen Versuchen inzwischen eindeutig nachgewiesen. Studien von Johann Zaller, Professor an der Universität für Bodenkultur, sowas gibt es hier in Deutschland nicht, deshalb in Wien. Glyphosat, seine Schlussfolgerung, vernichtet nicht nur die Pflanzen auf dem Boden, sondern auch die im Oberboden, zum Beispiel die vielen Algen, von denen wir vorhin gehört haben. Und es schädigt dauerhaft die Bodentiere. Aber natürlich geht es auch ohne Chemie. Die Grundsatzfrage ist, wie kann man das Leben im Boden erhalten und damit die natürliche Fruchtbarkeit, für die man keinen Kunstdünger braucht? Wie kann man vielleicht sogar Humus aufbauen und damit die Landwirtschaft vom Klimaproblem zum Klimahelfer machen? Zum Beispiel geht das so. Hier hat ein Gemüsebetrieb eine Mischung aus Klee und Erbsen und Kräutern gesät. Jetzt wird das ganze Grün mit der Messerwalze klein gemacht und bleibt als Mulch auf dem Boden liegen. Und dann wird Gemüse gesetzt. Dazu haben die sich extra einen Maschinenbauer kommen lassen und haben sich diese Maschine bauen lassen. Die gibt es nicht zu kaufen. Doch inzwischen kann man sie kaufen, nämlich bei denen im Westerwald. Die Maschine schneidet einen Schlitz in den Mulch und über ein Pflanzrad werden einzelne Gemüsepflänzchen, die im Gewächshaus vorgezogen worden sind, in den Boden hineingesetzt. Und unter diesen Sitzen von den beiden Buben, die da hinten sitzen, die da hinter dem Traktor sitzen, wird dieser Schlitz wieder zusammengeschoben, sodass der Mulch eine geschlossene Veranstaltung ist. Und aus diesem Mulch wächst dann das Gemüse, jeder Lauch. Kein Pflug, keine Bodenbearbeitung und dennoch kein Unkraut. Sehr gute Ernteerträge, die denen der konventionellen Gemüsebetriebe in nichts nachstehen. Dies hier ist ein Biobetrieb. Im Gegenteil, in den letzten Jahren, als es sehr, sehr trocken war, in den Sommern, musste hier kaum gewässert werden und es gab dennoch eine überdurchschnittlich gute Ernte. Und unsere Lieblingsbodentiere, die Regenwürmer, vermehren sich hier prächtig. Das da rechts ist Regenwurm 6. Regenwürmer sind Zwitter, aber sie machen es trotzdem miteinander, am liebsten wenigstens. Gezählt wurden hier 350 Regenwürmer pro Quadratmeter. Zum Vergleich noch einmal, im konventionell bewirtschafteten Betrieb etwa 60 Regenwürmer, wenn es gut geht, pro Quadratmeter. Beim normalen Biolandbau sind das, wenn es hochkommt, 120 pro Quadratmeter. Andere Landwirte arbeiten mit Untersaat.
Da werden Gräser in den jungen Mais gesät, die den Boden durchwurzeln, Erosion verhindern und den Boden bedeckt halten, wenn der Mais geerntet wird. Und die Regenwürmer und ihre Mitbewohner haben immer etwas zu fressen. So sieht das dann aus, wenn der Mais geerntet wird. Dann bekommt die Untersaat plötzlich, also diese Gräser bekommen jetzt plötzlich viel Licht und beginnen dann sehr, sehr stark zu wachsen. Und dann nach ein paar Wochen ist das hier dichtes Grün, eine Wiese sozusagen. Und das gibt dann die zweite Ernte. Das funktioniert auch mit Getreide und die Untersaat kann man dann auch noch ernten, wie gesagt, frisches Grünfutter im späten Herbst, wenn die Wiesen alle schon abgefressen sind. Kann einem Milchbauern, wie hier der Betrieb, ganz, ganz gut zu Pass kommen. Was passiert dann, wenn ja hier kein Pflug benutzt wird, wird hier dann nicht gepflügt? Am Ende könnte dann statt des Pflugs die Fräse kommen. Das ist oder war, müsste ich sagen, Sepp Häkler aus der Oberpfalz, der viele Jahre ohne Pflug gearbeitet hat und ohne Giftspritze. Er war Biobauer. Er hat sich seine eigene Fräse gebaut. Damit kann er nur die oberen 3 bis 5 Zentimeter abfräsen. Gefräst wird möglichst mit den ersten Frösten. Dann hat sich das Bodenleben in die tieferen Schichten zurückgezogen. Das Gras stirbt dann ab und wird angeweist. Es bleibt als Futter für das Bodenleben auf dem Acker. Wenn es sich dann im Frühjahr wieder nach oben traut, dann haben die gleich was zu fressen. Wenn doch Wurzelunkräuter hochkommen, dann werden die mit einem Grubber sozusagen unter der Erde abgeschnitten. Dann wird direkt dahin und dann wird direkt da in diese Fläche hineingesät. Ich spreche jetzt in der Vergangenheit von Sepp Häkler, weil der Mitbegründer der Interessengemeinschaft Gesunder Boden in Bayern vor 2 Jahren ganz plötzlich gestorben ist. Aber er hat mir vorher noch ziemlich viel von seinen Anbaumethoden gezeigt. Hier hatten wir mal das Glück, dass der konventionell arbeitende Nachbar nebenan auch Mais gesät hat. Ja, der Mais links sieht schlecht aus, gell? Der Mais links ist aber gegen den Maiszünsler gespritzt. Und dennoch ist der Maiszünsler da hineingegangen, liegt daran, dass der Maiszünsler, also das Untier, das den Mais befällt, immer gerne in den geschwächteren, in die geschwächtere Pflanze geht. Links der konventionell arbeitende Nachbar, der Boden wurde mit Glyphosat behandelt und dann der Mais gespritzt, gebeizt. Der Maiszünsler ist dennoch hier in den konventionellen Mais gegangen und rechts der biologische mit Untersaat. Regenwürmer würden auch gezählt von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hier. Links 40, rechts 280. Und noch so ein Vergleich. Ein anderer. Wieder links die konventionell angebaute Wintergerste. Rechts die Bio-Wintergerste nach der Häkler-Methode ohne Pflug. Man sieht, da sind auch noch alte Halme im Boden. Da wachsen die Wurzeln zum Teil auch rein. Das Biogetreide rechts ist deutlich besser durchwurzelt und die Wurzeln gehen viel tiefer in den Boden. Man sieht außerdem, dass die Wurzeln, die Bauern sagen dazu, behost sind. Sie sind von Pilzen und Mikroorganismen umgarnt, die ihnen beim Ausschließen der Nährstoffe helfen. Und das Biogetreide rechts ist außerdem 10 Tage später gesät, also auch noch jünger, erkennbar an der Verzweigung der Pflanzen. Die Pflanzen links sind einfach 10 Tage älter. So sieht ein Acker mit Zwischenfrucht bei Sepp Häkler oder so sah er bei Sepp Häkler aus. Jetzt sieht er auch so aus, jetzt machen seine Nachkommen das weiter. Und so sieht die Spatenprobe, die berühmte Spatenprobe, wenn man irgendwo hineinsticht, aus. Das ist ein gut durchwurzelter, krümeliger, belebter und von sich aus fruchtbarer Boden. Den Regenwurm haben wir da nicht mal reingesteckt, sondern der hat da drin. Und wenn man den Boden auseinanderfriemelt, dann findet man auch noch viel mehr von innen. Und noch ein Vergleich hätte ich anzubieten von 2 Maisäcker. Hier der von Sepp Häkler gesät wurde in die weggehäckselte Zwischenfrucht, wie wir vorhin gesehen haben. Ganz oben links im Bild sehen wir ein Feuer. Das bitte mal merken, denn unterhalb dieses Ackers nach einem Starkregen am gleichen Tag aufgenommen, oben links das Feuer. Rechts neben der Scheune, das ist dasselbe Feuer wie hier. Und wir sehen, wir haben das ja inzwischen gelernt, wir sehen, die Erosion beginnt hier zu arbeiten. Das ist die Wassererosion in einem Maisacker, der nicht so behandelt worden ist wie dieser hier, der das Bodenleben schädigt und es nicht fördert. Was ich sagen wollte in einem Satz zum Schluss, was wir brauchen, ist eine Humuswende. Wir müssen unsere Lebensgrundlage retten und das können wir auch.
Der menschgemachte Ausstoß an Treibhausgasen lag 2019 bei 46 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent. Ein einziger Hektar Humusboden kann über 200 Tonnen CO2 speichern, landwirtschaftliche Nutzfläche weltweit ca. 4,8 Milliarden Hektar. Mal 200, man sieht, das passt da hinein. 4 Promille mehr Humus pro Jahr im Boden und der gesamte menschgemachte Treibhausgasausstoß des Jahres ist im Boden gespeichert. Das postuliert die 4-Promille-Initiative der Franzosen, eingeführt bei der Klimakonferenz 2015 in Paris, unterschrieben auch von Deutschland. Die Bundeslandwirtschaftsministerin vor dem jetzigen hat damals das bundeseigene Forschungsinstitut beauftragt und gefragt, ob das mit dem jährlichen Versenken der von uns gemachten Treibhausgase im Boden bei uns auch funktionieren würde. Antwort des Thünen-Instituts, des bundeseigenen Forschungsinstituts: Ja, das würde bei uns funktionieren und zwar einige Jahre lang, denn wir haben viel zu wenig Humus im Boden. Wenn wir das nicht tun, das Bodenleben wirklich fördern und die Humuswende einzuführen, dann wird das vielleicht mit dem Klimawandel angesichts dessen, was dann auf uns zukommt, nur ein laues Lüftchen gewesen sein. Das Gute an der weitaus größeren Gefahr, die von der Zerstörung des fruchtbaren Bodens ausgeht, sie ist viel leichter einzudämmen als der Klimawandel. Noch einmal zurück zum Bild vom Apfel. Die Erdoberfläche besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Von den einen Drittel fester Erde ist wiederum nur ein Drittel fruchtbarer, landwirtschaftlich nutzbarer Boden. Wir nehmen also von einem Neuntel der Erdoberfläche. Das Dilemma dabei, wir leben auch auf diesem Neuntel. Wir bebauen es, wir baggern es weg, wir asphaltieren es zu. Allein in Deutschland verlieren wir täglich noch immer 55 Hektar Land. Das sind 77 Fußballfelder. Und das können wir uns nicht mehr lange leisten. Wenn wir die Bodenkrise nicht in den Griff bekommen, dann werden viele von uns die Auswirkungen des Klimawandels gar nicht mehr erleben. Aber wie gesagt, wenn wir die Bodenkrise nachhaltig bekämpfen, dann halten wir gleichzeitig den Klimawandel auf. Und das wäre dann die gute Nachricht. Vielen Dank.